Großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor das Maifest im Wiener Neudorfer Rathauspark. Wir waren für Sie mit dabei. 1. Mai in Wiener Neudorf, nachdem das feierliche Aufstellen des Maibaums am Vorabend buchstäblich ins Wasser gefallen war, zeigte sich Petrus tags darauf versöhnlich und bescherte den vielen Gästen ein tolles Fest. Es erwartet Getränke, es erwartet gutes Essen. Für die Kinder haben wir jede Menge Spielestationen und gute Laune. Wie es seit Jahren Tradition ist, wurde der Baum auch in diesem Jahr von der Partnergemeinde Bärenkopf gespendet. Das ist, glaube ich, schon seit 45 Jahren Tradition, dass wir als Partnergemeinde auch hier vertreten sind, weil wir auch den Maibaum zur Verfügung stellen. Wir sind ja in einem der größten Waldgebiete Österreichs zu Hause, ist der Weinsberger Wald. Also bei uns gibt es solche Bäume zur Genüge und es ist mir wirklich als Bürgermeister auch eine Ehre und ein Anliegen, dass wir zum 1. Mai diesen Maibaum hier spenden und auch natürlich bei der Maifeier vorhanden sind. Aufgespielt hat der Blasmusikverein Lyra. Das ist eine alljährliche Tradition, da nehme ich mir jederzeit frei, weil ich spiele hier bei der Lyra und das ist ein Highlight meines Lebens, einmal im Jahr. Was für Musik wird denn gespielt? Ja, es wird traditionell Blasmusik gespielt und ein bisschen Popmusik und ein bisschen Rockmusik. Also auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Ich hoffe es. Ja, wir haben erst angefangen, aber bis jetzt läuft es gut. Die Tradition wird in Wiener Neudorf seit jeher hochgehalten. Mir sind Traditionen sehr, sehr wichtig. Wir begehen ja heuer zum 100. Mal den Staatsfeiertag in Österreich. Nicht am 1. Mai, früher war es der 12. November, aber seit 63 Jahren ist es ja jetzt der 1. Mai. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir diese Dinge begehen. Es sind auch immer wieder Feste, auch zum Nationalfeiertag in Wiener Neudorf. Aber nicht nur mir, sondern im ganzen Ort ist diese Tradition sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass das Fest soll allgemein dazu dienen, einmal wie gesagt, dass Leute zusammenkommen. Ich glaube, das Fest ist immer eine gute Möglichkeit, miteinander auszutauschen und sich miteinander auszutauschen, gemeinsam zu feiern. Das ist einmal eine Sache. Zweitens einmal natürlich auch viele Vereinsobleute sind da, mit denen man plaudern kann. Und das andere natürlich auch hochzuhalten und ich glaube schon auch die Tradition zu feiern, dass man sagt, dass es eben Arbeitnehmerrechte gibt. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus allem Möglichen und ein wichtiger Staatsfeiertag natürlich ohnehin. Was für ein Bier wird denn heute ausgeschenkt? Ja, natürlich wird traditionellerweise unser Wieneubräu-Bier ausgeschenkt, ist ein hervorragendes Bier und ja, gehört eigentlich schon zum Fest dazu. Wenn Sie sich jetzt umschauen, wie ist denn der erste Eindruck? Ja, sehr zufrieden, weil wir also wirklich aufgrund des gestrigen Abends, wo wir den Maibaum ja leider nicht aufstellen konnten, das ist also tatsächlich ins Wasser gefallen, dass wir so viele Leute wieder dort begrüßen können, ist natürlich eine schöne Sache. Und auf jeden Fall kann man, glaube ich, einen Schluss ziehen, wenn das Wetter halbwegs schön ist, wenn eine Musik ist und wenn das rundherum passt, kommen auch die Leute gerne zu solchen Festen.